So, meine Puddings, und damit neigt sich die Bücherwoche auch schon dem Ende zu. Dafür habe ich mir jetzt fürs Ende ein ganz besonderes Leckerchen bereitgelegt und das ist dieses hier. Wer mich kennt, ich werde es auch nochmal unten verlinken, weiß, dass ich diverse Originalgemälde von Filmen und Romanen gesammelt habe, mir gekauft habe über die Jahre, weil ich das ganz spannend finde, gerade im Zeitalter des Digitalen, wo alles perfekt kopierbar ist, Dinge zu besitzen, Kunstwerke zu besitzen, die original sind und von denen keine Kopie so gut sein kann wie das Original. Und in diesem Fall ist es so, ich habe von Rudolf Sieber Lonati, besitze ich glaube ich 5 Originalgemälde, die Cover waren für Romanheftreihen wie Macabros und die fand ich ganz toll. Ich werde die, wie gesagt, mal unten zeigen. Und Rudolf Sieber Lonati ist ein sehr, sehr eigenwilliger Charakter gewesen, hat über Jahrzehnte, ich würde mal sagen, er war einer der dominanten, nicht an eine Heftreihe gebundenen Maler von Covern. Also es gab ja zum Beispiel natürlich auch noch, ich glaube, Vincent Balestra hieß er, das ist der von John Sinclair, der unheimlich viele John Sinclairs gemacht hat. Es gab ja spezielle Zeichner, die bei Perry Rhodan sehr populär waren, aber Rudolf Sieber Lonati zeichnete sich dadurch aus, der zeichnete im Prinzip alles. Der hat sein Leben lang einen unheimlichen Output gehabt. Und es ist jetzt endlich, und ich finde, das, da muss man das endlich, kann ich nur betonen, es gibt endlich ein Buch über ihn, was so ein bisschen sein Erbe zusammenfasst. Weil wenn ich auf Facebook bin, in der Heftromanengruppe, ja, die Leute kennen dann Rudolf Sieber Lonati, aber da weiß man auch nur, ja, der hat halt viel Macabros und Dan Schocker gemacht und so weiter. Aber mehr ist da eigentlich nicht drin. Und jetzt haben sich aber Gott sei Dank Leute zusammengetan. Ein Buch, was auf 333 Exemplare erstmal limitiert ist, und haben ein Buch über ihn gemacht. Und das kann ich nicht hoch genug loben. Der Jörg Kägelmann übrigens, der besitzt auch die Rechte und die übrig gebliebenen, denn Rudolf Sieber Lonati ist ja leider verstorben, die übrig gebliebenen Artworks von ihm. Und die kann man da auch kaufen. Und ich weiß nicht, viele Leser werden für sowas kein Interesse haben. Aber wen es interessiert, so eine Art Bild auch mal im Original zu besitzen und an der Wand zu haben, das ist was anderes als Poster. Und die kriegt man dafür unter 200 Euro. Ich kann das nur empfehlen. Und da kann man sich auf der Webseite, die ich auch unten verlinken werde, stundenlang durch die angebotenen Motive durchklicken und sich das Schönste aussuchen. Aber jetzt gibt es eben dieses Buch und ich denke, auch das ist eine gute Idee für Leute, die sagen, ich möchte mehr darüber wissen, aber nicht allzu viel Geld oder allzu viel Zeit investieren. Das Buch ist nicht günstig, es kostet 49,95, aber es ist voll vierfarbig, es ist sehr hochwertig gedruckt, es hat 216 oder 218 Seiten. Ich persönlich finde, es ist sehr wert und wer sich wie mich ein bisschen für Heftromane begeistern kann, sollte sich das sicherlich kaufen. Das dazu kommt, hier sehen wir zum Beispiel ein ganz typisches Butler Parker Motiv, eine Serie, die ich großartig fand und die auch, zu der es auch mal eine Fernsehserie gab. Es gibt erstmal auch ganz interessante Textbeiträge dazu von verschiedenen Autoren, von José Kastler, da geht es um Lonatis persönliche Geschichte, da geht es um die Probleme, die er hatte, seine Bilder auch teilweise zu verkaufen, über die Frage, wie damals solche Bilder in Auftrag gegeben wurden. Es gibt Texte darüber, wie die Bilder dann weiterverwendet wurden, die wurden ja dann syndiziert und wenn dann ein Cover zum Beispiel bei Macabros verwendet worden war, dann wurde das auch in andere Länder weiterverkauft und für völlig andere Romane, auf die es dann so grob passte, weiterverwendet. Und insgesamt natürlich wird das Buch aber trotzdem dominiert von Nachdrucken dieser Artworks und das ist wirklich toll. Also das sieht man hier, wahnsinnig spannende Science-Fiction-Motive. Der hat ja auch unheimlich viele Western gemacht, der Lonati, Krimis. Er hat viel Horror gemacht. Hier kommt ein Kommissar X-Roman, ganz klassisch diese Augen, das erinnert fast schon ein bisschen an den Tatort. Hier, das hat schon fast was Superheldiges, das geht ja in Richtung dieser italienischen Fumettis. Auch ganz spannend, wenn man sich das durchschaut. Entschuldigung. Die immer wiederkennenden Elemente. Lonati hat Roboter fast immer mit diesen dünnen Greifarmen mit den Kugelgelenken gezeigt. Das ist ein ganz, ganz häufig kommendes Thema. Lonati hatte kein, wie ich finde, exzellentes Gespür für Köpfe und Gesichter. Also ich finde, er hat oft Gesichter grotesk überzeichnet, Köpfe meist zu groß in meinen Augen. Was auch oft dazu führte, dass bei Lonati, fand ich persönlich, Frauen vom Gesicht und vom Kopf her selten wirklich attraktiv aussahen. Auch hier, der Kopf ist in meinen Augen völlig überproportional. Also das ist sicherlich, er ist keiner der ganz großen Cover-Artists gewesen, wie in Amerika McGuinness zum Beispiel oder so. Also die Leute, die dann auch zum Beispiel James-Bond-Plakate malen durften. Aber er ist diesem Stil sehr nahe gekommen. Es ist sehr knallig, sehr farbig, oft mit einem krassen Farbelement, was dann das Auge auf sich zieht. Hier haben wir wieder diese typischen Roboter, die
Philonati üblich waren. Aber hier wieder, das Bild an sich ist okay, das Motiv ist okay, aber der Frauenkopf scheint irgendwie nicht wirklich zu passen. Darum ist tatsächlich bei Nonati, wenn man sich selber eins anschaffen will, ich würde immer empfehlen, holt euch primär was mit Männern oder holt euch was, wo die Frauen nicht in die Kamera des Betrachters schauen. Oder natürlich sowas. Ich habe jetzt primär mir diese Art von Motiven für mich selber gekauft, weil ich finde, da kann man sich stundenlang reingucken. Das sind die feuchten Träume meiner Science-Fiction-Kindheit, solche Darstellungen oder sowas hier. Ein Mann, der sich auflöst und das noch einer. Und also da habe ich als Kind stundenlang drüber nachdenken können. Und hier wieder an sich ein schönes Motiv. Ich persönlich kann mit den Köpfen da nichts anfangen. Nebenher, hier sieht man auch, wie dann teilweise Lonati sich selber kopierte. Oder auch hier dann teilweise Sachen umgearbeitet wurden, wenn sie in einem anderen Kontext nochmal neu verwendet wurden. Das finde ich ganz großartig, unfassbar tolles apokalyptisches Bild. Wir lernen noch einiges über Lonatis Leben. Und der Mann hat sich völlig von der Außenwelt abgekoppelt. Er hat also Kontakt eigentlich sowohl zu seinen Arbeitgebern als auch zu seinen Fans nur aufgenommen, wenn überhaupt über seine Frau. War wohl damit ein ganz, ganz eigenwilliger Charakter auch. Also das ist sicherlich auch kein einfacher Mensch gewesen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, ich müsste es nochmal nachlesen, ist er wohl auch nennen wir es mal, durch eigene Hand aus dem Leben geschieden. Irgendwann, ich glaube in den 90ern oder Anfang der 2000er. Aber das ist für hier, da gibt es dann eben diese unter anderem auch 100 M.H., den wir erkennen als einer der Autoren des Science-Fiction-Lexikons. Da sehen wir Lonati selber, wenn man sich für das Thema Heftillustration interessiert, wenn man von einem der Besten dieser Branche eine schöne Zusammenfassung seiner Arbeit haben möchte, oder auch hier, wenn man zum Beispiel sieht, Lonati hat sich mal an Comics probiert, es wurde aber noch nicht verkauft. Da hat man also etwas wirklich, wirklich Seltenes noch drin. Wenn man sich für sowas interessiert, dann ist das hier eine ganz, ganz tolle Zusammenfassung seiner Arbeit. Das ist ein wunderschönes Buch, auch zum im Schrank stehen haben und immer wieder rausholen. Ja, und ich finde es einfach toll. Ich hoffe, dass es sowas auch später mal gibt. Ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn mal jemand so ein Buch macht, jetzt nicht über die Zeichnungen, aber zum Beispiel über den Relegat, der die John Sinclairs gemacht hat. Ich glaube, dass solche Leute einfach viel zu erzählen haben. Deren Leben ist unheimlich spannend gewesen. Deren Leben hat so viel hinterlassen, dass es sich prima in ein Buch zusammendampfen lässt. Und im Falle von Relegat, im Gegensatz zu Rudolf Sieber Lonati, muss ich einfach sagen, der Mann lebt auch noch. Der kann noch erzählen. Also ich denke, es ist manchmal auch, muss man sich die Frage stellen, holt sie euch, solange es sie noch gibt, solange sie ihre eigenen Geschichten selber erzählen können und es nicht nur aus zweiter Hand passiert. Ja, also ich finde es ein ganz tolles Buch. Ich finde auch die relativ hohen 49,95 sind absolut gut investiert, wenn man ein Faible für dieses Thema hat. Und ja, damit mache ich für die Woche meine Bücherwoche zu und hoffe, das hat euch gefallen. Und das war's dann auch schon. Also so viel zu meiner Bücherwoche. Ich habe euch 5 Bücher vorgestellt. Ich bin sicher, nicht alle davon haben euer Interesse gefunden. Ich hoffe aber doch, dass vielleicht jeder meiner Leser 1 oder 2 gefunden hat, wo er sagte, oh, das finde ich jetzt aber auch spannend. Und dass ihr ein bisschen Gespür dafür bekommt, was ich gerne lese und was mir Spaß macht zu lesen. Und in den Fällen, wo es aktuelle Bücher sind, wie Lonati oder Stiegelegger oder Kessler, lege ich euch natürlich im Zweifelsfall auch ans Herz, die Bücher zu kaufen, weil ich nicht nur die Bücher empfehlen kann, sondern in dem Falle auch tatsächlich die Macher. Und die darf man dann durchaus unterstützen. Der Printbranche geht es bekanntermaßen nicht so gut und die haben euer Geld verdient. Okay. Ja, das war's. Wenn euch das gefallen hat, mache ich das vielleicht gerne mal wieder. Ich habe auch noch 1, 2 andere Videoblog-Ideen, die ich im Laufe der nächsten Wochen entwickeln möchte. Ihr müsst mich also auch wissen lassen, ob das für euch so geht. Natürlich ist das hier vom technischen Standard her absolut unterirdisch. Ich weiß, so geht das nicht. Das muss schon dann ein bisschen professioneller aussehen. Aber wenn ich das verwirkliche, dass ich regelmäßig einen Videoblog mache, dann werde ich mich da natürlich auch mehr reinhängen, werde ich mich schlau machen, wie das ordentlich geht. Und hoffe dabei natürlich auch, wie immer, auf eure Unterstützung, eure Tipps und euer Wohlwollen. Ciao!